Ja, Marc Bellinghaus, ihr seht, Münster, 17.09.2021, habe ich mich an die Bundesregierung, Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Medien, Frau Monika Grütters, Präsident der Deutschen Filmakademie, Herr Ulrich Matthes, nebst Vorstand der Deutschen Filmakademie, liebe Mitglieder der Deutschen Filmakademie, liebe Mitkolleginnen. Ich habe hier versucht, einer Filmbranche ins Gewissen zu reden. Ich habe Gesicht gezeigt. Ich habe den Leuten gesagt, ich bin von Bernd Eichinger, von Günther Behlitz und von Hermann Burg und von Herrn Horst D. Scheel sexuell missbraucht, angegangen und auch vergewaltigt worden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht in die Köpfe reingeht von diesen sogenannten Kolleginnen, Kollegen, den sogenannten Filmschaffenden. Was ist daran so schwer zu verstehen, dass ein Schauspieler, der das Recht hat, wie alle anderen, ernst genommen wird? Und hier Uli Matthes, Uli, du bist nicht mehr Präsident der Deutschen Filmakademie und das hatte auch seine Gründe. Du weißt ganz genau, was ich meine. Du hast dich bei mir gemeldet per E-Mail. Und du weißt auch ganz genau, was Günther Behlitz mit dir getan hat. Es wäre wirklich wichtig, wenn du endlich aussprichst, dass er dich nicht nur entdeckt hat, denn er hat mir gesagt, er hat mir Dinge über dich gesagt, die kann er nur gewusst haben in einer speziellen Situation. Und deswegen, weil ich ihn angezeigt habe, 2021, Behlitz, ja, musste ich auch die ganze Wahrheit über Eichinger, über Hermann Burg und über Horst D. Scheel, den Entdecker von Til Schweiger, genau, musste ich sagen. Das ist wichtig und ich hoffe, dass keiner denkt, ich mache das aus Häme oder aus Jux und Dollerei, weil ich nichts anderes zu tun habe. Wenn man als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs wird, dann ist man anders als andere Menschen, dann ist man sehr anfällig für Brutalität, besonders sexuelle Brutalität. Und man kann sich nicht wehren. Ich wurde vor 11 Jahren, vor 12 Jahren wurde ich von meinem eigenen Schwager hier in Münster zusammengeschlagen. Ich konnte mich nicht wehren. Und das hat er ausgenutzt. Und ich habe jetzt hier in Münster um eine Gewaltschutzanordnung gebeten und die ist mir immer noch nicht genehmigt worden, ist mir immer noch versagt worden. Ich habe da nochmal einen extra Termin zur Anhörung. In welcher Welt leben wir denn? Leute, könnt ihr mal ein bisschen drüber nachdenken, dass dieser verdammte Eichinger-Preis sofort abgeschafft wird? Könnt ihr euch vorstellen, einen Harvey Weinstein-Preis in Amerika, jetzt wo der im Knast sitzt? Macht das Spaß? Macht euch das Spaß? Ja? Weil ihr genau wisst, wen es trifft, wen es getroffen hat als kleinen Jungen? Ich habe es nicht gewusst, bis mir die Holocaust- und Auschwitz-Überlebende namens Eva Braun auch noch mit BROWN. Eine Frau, die Auschwitz überlegt hat. Ich glaube nicht, dass sie sich einen Scherz ausgedacht hat. Warum ist das so schwer zu verstehen, dass ich auch mein Recht will, dass ich mir nicht mein Theaterstück klauen lassen will von einer ganzen Theatergruppe, die sich zusammengetan haben und jeder unterstützt den anderen? Das ist eine Wiederholung dieser 4 Zeugen, die im Gericht standen und behauptet haben, ich hätte mich als Adolf Hitler verkleidet, hätte die Nachbarin angegangen und hätte gesagt, sowas wie dich müsste man am nächsten Baum aufknüpfen, du Negerfotze. Das habe ich, Marc Bellinghaus, Siegfried Schmidt, niemals gesagt.
Und ich habe meine Berufungsverhandlung im Landgericht am 23.03.2021 mit wehenden Fahnen gewonnen gegen 4 Lügner. Es reicht nicht, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter und ich mache diese Scheiße nicht mehr mit. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Tier und ich bin auch kein Müll. Ich möchte wie ein Mensch behandelt werden, auch in Münster. Und ich habe es satt, dass ich hier von den Richtern verheizt werde. Das geht nicht. Ich bin von einem Richter namens Benjamin Kühnert 4-mal im Namen des Volkes verurteilt worden in Münster. Wir haben einen riesengroßen Skandal und ich mache diese Behandlung, wenn ich schon keinen Schutz von der Polizei kriege, weil die Frau Polizistin, Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf mit meinem Ex-Anwalt nach Amerika geflogen ist. Meinem Ex-Anwalt, der mich verraten und verkauft hat. Philipp Hagemann, SPD-Ratsherr, hat mich komplett verarscht, verkauft, hat gesagt, ich soll einfach nur sagen, ich würde mich umbringen, wenn ich aus der Wohnung fliegen würde. Und ich, Idiot, habe das gemacht. Und ihr könnt euch denken, was das Ergebnis davon war. Er hatte sein Ziel erreicht und ich wurde obdachlos offiziell. Wie kann man einen Menschen nur so erbärmlich quälen? Wie kann man zusammen auf eine Person eindreschen, der als Kind schon gelitten hat? Wie kann man das machen? Ich frage euch, seid ihr wirklich Menschen? Oder ist das euer Spiel, dass ihr Wetten abschließt, wann ich jetzt verrecke? Hat das mit Gott und Jesus zu tun? Hat das wirklich damit zu tun? Seid ihr wirklich Christen, Moslems, Hindus, Zeugen Jehovas, Scientology oder was auch immer, Freimaurer und? Ist das wirklich eure einzige Unterhaltung?